Hi Leute! Alpro wurde mal wieder aufgekauft. Dieses Mal nicht von Dean Foods, sondern von einer Firma, die viele Leute noch ethisch schlimmerer, problematischer, fragwürdiger finden, nämlich Danone. Oder genauer gesagt wurde der Konzern, zu dem Alpro gehört, von Danone gekauft für einen mehrstelligen Billionenbetrag. Ich glaube, es waren 11 Millionen, 11 Milliarden, irgendwie sowas. Es war richtig viel Asche jedenfalls. Und jetzt gibt es wieder mal Vorwürfe in der veganen Community, dass es ein Konzern ist, den man nicht mehr unterstützen sollte, dass es eine Marke ist, die man nicht mehr unterstützen sollte, die man am besten boykottieren sollte. Und es gibt zwar schon viele Videos, die dieses Thema aufgreifen sollten, Veganer, vegane Marken oder Konzerne boykottieren, aber ich wollte das Thema wegen der Aktualität einfach nochmal aufgreifen und zur Diskussion stellen. Ich werde euch keine Lösung präsentieren, sondern allenfalls Gedanken, Anregungen, Anstöße und ich möchte auch betonen, dass ich persönlich jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Argumente gegen einen Boykott habe und nur 2 Argumente für einen Boykott. Daran könnt ihr sehen, dass ich persönlich es nicht sinnvoll finde, Alpro zu boykottieren, aber jedem seine Meinung. Das erste Pro-Argument: Man unterstützt Tierleid, indem man Produkte von Alpro kauft. Denn von jedem Produkt, von jedem Euro, den man an Alpro gibt, geht somit zwangsläufig irgendetwas an den Mutterkonzern Danone, der ethisch sehr fragwürdige Sachen betreibt, ähnlich wie Nestlé. Und die Frage ist jetzt, sollten wir das dem Konzern Danone im Endeffekt verzeihen, nur weil er diese eine vegane Marke hat, aber auch gleichzeitig mit Produkten wie Activia sehr viel Geld verdient, die eindeutig nicht vegan sind und die dementsprechend dem Moralempfinden von sehr, sehr vielen Leuten widerstreben? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja schließlich auch Alternativen. Es gibt ja zum Beispiel den Sojade-Joghurt, wo solche Firmenbeziehungen nicht bestehen. Allerdings muss man auch sagen, kann man auch da nicht lückenlos nachverfolgen, wohin jeder letzte Cent geht und wohin jeder letzte Cent auf den Farmen geht. Woher kommen die Sojabohnen, aus genau welchen Anbauverhältnissen? Das ist sehr, sehr undurchsichtig, zumindest für den Endverbraucher. Man ist im Prinzip dann ja nur auf das angewiesen, was die Firmen einem sagen. Außerdem muss man beachten, dass man die Produkte in der Regel ja im Supermarkt kauft und nicht direkt beim Hersteller. Und auch wenn man die Produkte in einem Supermarkt kauft, geht etwas Geld für die Miete drauf. Es geht auch Geld für die Angestellten drauf, für die Löhne, die sich dann wahrscheinlich Fleisch davon kaufen oder Käse davon kaufen. Wenn man jetzt nicht direkt Alpro-Produkte in einem veganen Laden kauft, der von Veganern betrieben wird, mit Ökostrom betrieben wird und alles Mögliche, ist zwangsläufig gegeben, dass man irgendwie Geld dafür ausgibt, dass etwas finanziert wird, mit dem man ethisch im Clinch steht. So ist das in unserer Gesellschaft leider. Und dann gibt es eben den berechtigten Einwand bei diesem Argument, es wird Tierleid finanziert, dass das bei sehr, sehr vielen anderen Sachen auch der Fall ist. Wenn jetzt ein Veganer nur Haferflocken und Gemüse kauft oder so, wird dadurch ja auch Tierleid produziert in dem Sinne. Und sei es nur das obligatorische Beispiel, das immer von sehr, sehr vielen Fleischessern kommt, die sich über Veganer lustig machen wollen, dass ja auch Häschen geschreddert werden bei der Weizenernte oder bei der Haferernte oder sonst was. Das ist, wie ich finde, schon ein Argument, das man berücksichtigen sollte. Und für mich spricht das dann dafür, dass es schon irgendwo so Cherrypicking ist, dann Alpro gezielt zu boykottieren, aber die ganzen anderen Sachen nicht zu beachten. Das Argument Verfügbarkeit von Alternativen hinkt auch zum Teil. Ja, es gibt Alternativen. Es gibt den Rewe-Soja-Joghurt, es gibt den Edeka-Soja-Joghurt, es gibt den Alpro-Soja-Joghurt, es gibt den Sojade-Soja-Joghurt. Es gibt inzwischen ein sehr breites Sortiment an Sojaprodukten in Deutschland. Nur ist es, wenn man in der Stadt lebt und noch in einer so großen Stadt wie zum Beispiel Bochum, wo ich wohne, oder in Berlin oder in München, sehr, sehr einfach an Alternativen zu kommen. Wenn man aber als Veganer auf dem Land lebt und vielleicht auf den einen Supermarkt angewiesen ist, der dort vorhanden ist, der dort verortet ist und sei es nur ein sehr kleiner Edeka, dann hat man die Auswahl mitunter nicht. Dann ist man, wenn man diese Produkte konsumieren möchte, gezwungen, sie zu kaufen oder es sein zu lassen, was dann aber sehr unbefriedigend ist und natürlich dann auch die Gefahr erhöht, dass Leute nicht vegan werden. Oder man ist darauf angewiesen, sie zu bestellen. Und auch das ist natürlich ökologisch ein bisschen dämlich, weil warum sollte man das Produkt, das im Supermarkt vorhanden ist, das mit einem großen LKW kam, somit eine geringere CO2-Bilanz hat, nicht kaufen und dafür sich 2 Liter Sojamilch im Internet bestellen, die dann eigens persönlich vor die Haustüre kommen. Das ist in der CO2-Bilanz auch ein bisschen schlechter. Da muss man eben mehrere Sachen betrachten. Und
eben gerade für Leute, die auf dem Land wohnen, gibt es diese Auswahl vielleicht nicht. Was als Kontraargument auch häufig angeführt ist, ist, dass es die Hemmschwelle für Leute steigert, vegan zu werden, wenn man ihnen verbietet, vegane Produkte zu konsumieren. Das ist etwas, was nicht jeder nachvollziehen kann. Das ist doch nicht etwas, für das sich jeder interessiert, was manche Leute schade finden können. Aber es ist eine Einstellung, die man auch irgendwo respektieren sollte. Und dann ist es mitunter wirklich schwierig zu verstehen oder schwierig nachzuempfinden, dass man ein bereits veganes Produkt, wenn man gerade vegan geworden ist, Sojajoghurt zum Beispiel oder Sojapudding von Alpro, nicht konsumieren sollte, nur weil der Mutterkonzern auch Tierprodukte verkauft. Und dann denkt man sich, okay, dann gehe ich in den Bioladen, kaufe Provamel. Edge geht auch nicht, weil Provamel gehört nämlich jetzt auch zu Danone. Das macht sehr viele Sachen sehr viel komplizierter. Und gerade für Leute, die sich, sagen wir mal, Lifestyle-vegan ernähren, es gibt sehr viele Leute, die etwas gegen diesen Typ von Veganismus haben. Ich denke mir dann irgendwo so, ist es den Tieren ja auch egal, warum sie nicht gegessen werden. Gerade für die Zielgruppe dürfte es sehr, sehr schwierig sein, das nachzuvollziehen. Und ist es dann nicht vielleicht besser, dass man dieses ethische Dilemma so ein bisschen ausklammert, weil man dadurch etwas Größeres erreicht? Außerdem zeigt das auch so ein bisschen ein negatives Image nach außen. Veganismus ist nun mal eine absolute Minderheit in der Gesellschaft. Es ist ein Überzeugungssystem, das von sehr, sehr wenigen Leuten wirklich vollends geteilt wird. Es ist etwas, das verspottet wird. Und ich glaube, wir als vegane Gemeinschaft kommen dann ja noch blödsinniger und verschroben darüber, wenn wir dann auch noch darüber lang und breit debattieren, ob wir Konzerne oder Konzernanteile, die rein vegane Produkte produzieren, dann auch noch boykottieren sollten. Ich denke, das ist schon irgendwo was anderes, wenn ein Schlachtbetrieb wie zum Beispiel Wiesenhof jetzt anfängt, auch vegane Produkte abzugreifen, was sie vermutlich rein aus kapitalistischen Gründen tun, weil sie sehen, es ist ein aufkommender Markt und den wollen wir gerne abgreifen. Das ist ja bei Alpro eine andere Sache. Alpro ist ja ein Unternehmen, was schon seit den, ich glaube, 80ern rein pflanzliche Produkte herstellt, einer der Vorreiter war und jetzt halt dann irgendwo das Unglück hatte, dass sie sich an White Wave verkauft haben und White Wave hat sich an Danone verkauft. Da hatte Alpro, glaube ich, nicht so viel Mitspracherecht und es könnte ja auch sein, dass eben durch die größere Konzerneinbindung in den Danone-Konzern die Produkte von Alpro auch unterm Strich günstiger werden, weil mitunter in der Logistik gespart werden kann. Es können Logistikketten von Danone mitbenutzt werden. Das wird sich zeigen und das wäre vielleicht auch für sehr viele Leute wünschenswert. Das ist nämlich neben diesem komischen Image Veganer boykottieren Veganer auch noch so ein Punkt. Produkte von Alpro sind zum Teil wirklich teuer. Und es ist dann schon manchmal komisch zu erklären, so ja, Mandelmilch kostet 2,80 Euro der Liter oder Sojamilch kostet 1,99 Euro der Liter. Natürlich ist es so, dass Sojamilch höher versteuert ist als Kuhmilch, was meiner Meinung nach vollkommen unberechtigt ist. Trüffel werden auch mit 7% besteuert. Allerdings kann man die 1,50 Euro Preisdifferenz dann doch nicht vollkommen auf die Mehrwertsteuer schieben. Letzten Endes muss man vielleicht auch irgendwo mit den Regeln des Marktes mitspielen. Der Supermarkt oder der Kapitalismus funktioniert ja allgemein nicht so, dass sich das Produkt durchsetzt, das am besten ist, das am ethisch korrektesten ist, in diesem Beispiel jetzt, sondern das Produkt, das am meisten gekauft wird, setzt sich durch. Und das ist in vielen Fällen zumindest die Produktsparte von Alpro, weil der Geschmack von Alpro-Produkten, zumindest was Sojamilch angeht, als sehr viel besser eingestuft wird als der Geschmack von 95 Cent Sojamilch. Und dementsprechend könnte man das dann vielleicht ja auch fördern. Es ist ja an sich kein schlechtes Produkt. Und dadurch könnte man die Präsenz im Supermarkt weiter erhöhen, weil wenn wir jetzt alle anfangen, Alpro zu boykottieren, werden die Supermärkte langfristig diese Produkte auch nicht mehr kaufen. Und dadurch setzt sich mitunter dann ein minderwertigeres Konkurrenzprodukt durch. Zumindest wird es von manchen Leuten so empfunden. Und das ist dann auch wiederum schlecht für die Leute, die vegan werden wollen. Also ich sehe die Sache schon sehr, sehr kompliziert und verworren. Wie ich bereits dargestellt habe, ich habe persönlich kein Problem damit, Produkte von Alpro zu kaufen. Ich sehe das eben als eine andere Grundsituation als die Sache mit Wiesenhof oder mit, was ich gerade eben bei Rewe gesehen habe, Maika Curry King in vegetarisch. Das ist für mich einfach was ganz anderes. Alpro ist oder war ein Startup-Unternehmen, die das auch aus
ideellen, man möchte sagen ideologischen Gründen gemacht haben, genauso wie das zum Beispiel die Tofu Town Sparte macht, der Tofu Town Konzern. Oder sind sie vielleicht ein bisschen zu klein, als Konzern bezeichnet zu werden? Ich weiß nicht. Jedenfalls sind das Unternehmen, die das wirklich aus Herzen machen und nicht nur aus Profitgründen. Was meint ihr zu der ganzen Thematik? Es ist ein Thema, das ja immer sehr, sehr die Gemüter erhitzt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare runter, gebt mir einen Daumen hoch, das ist auf YouTube wichtig. Dann komme ich weiter nach oben in den Rankings, ganz uneigennützig. Und ich sehe euch in einem folgenden Video, wenn ich wieder Zeit habe, eins zu drehen. Gerade ist Klausurphase, drückt mir die Daumen, Leute. Nächste Woche geht's los.